Ja, herzlich willkommen, guten Tag. Wir sind Open Air Germany. Wir sind Teil des Kollektivs Open Air Collective. Das ist heute unser erstes Termin von Open Air Germany, unser Kickoff. Wir schalten uns dafür hier heute über Zoom zusammen. Wir haben einen schönen Panel. Wir haben auch ein sehr interessantes Thema, das wir heute besprechen mit einer interessierten Zuhörerschaft. Mein Name ist übrigens Nicolas Ballester. Ich bin hier nur Volunteer bei Open Air Germany und interessiert am Thema. Wahrscheinlich ist der einzige Unterschied zwischen Sie als Zuhörer und ich, dass ich kurz hier begrüßen kann, aber die eigentliche Einführung in das Thema übernimmt mein Kollege Christoph Meyer. Dann folgt eine interessante Paneldiskussion mit sehr tollen Panelisten, die wir heute gewinnen konnten für das Thema. Mein Kollege Kai Seger wird da moderieren und auch noch die Panelisten kurz einführen, bevor wir anfangen. Aber an diesem Punkt, wenn wir jetzt schon anfangen, das Thema CDR einzuführen, überlasse ich sehr gerne das Wort an meinem Kollegen Christoph Meyer. Christoph, ja. Du bist, danke. Dankeschön. Ja, dann können wir starten. Dann werde ich das mal tun. Ich gebe meinen Bildschirm frei. Möchtest du kurz einführen in die Sache mit dem Kohlendioxidentzug und warum wir das überhaupt brauchen? Next slide. Was in der deutschen Öffentlichkeit noch wenig bekannt ist, ist die Natur dieses Klimaproblems. Das heißt ja ständig, man soll Emissionen sparen und Emissionen reduzieren und das möglichst bis 2050 oder laut Gesetz 2045. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass sich unsere Atmosphäre ja schon verändert hat. Da haben sich schon verschiedene Treibhausgase angesammelt und vor allen Dingen das Kohlendioxid, was man auch als Ewigkeitsgas bezeichnen kann. Es geht ja nicht mehr weg. Es ist deswegen zusätzlich in der Atmosphäre, weil in der gesamten industriellen Revolution fossile Brennstoffvorräte angezapft worden sind und verbrannt worden sind. Also vor allen Dingen Steinkohle, Erdöl und Gas und Braunkohle. Das sind fossile Rohstoffe, die seit Jahrmillionen unter der Erde lagerten und jetzt eben verbrannt wurden und als zusätzliches Kohlendioxid in der Atmosphäre landen. Next slide, please. Das ist auch schon seit Ende der 50er Jahre bekannt. Da wurde es nämlich exakt gemessen. Charles Keeling hat damals die Messinstrumente aufgestellt, mit denen man den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre exakt messen konnte. Und man sieht jetzt, es war Ende der 50er schon so ungefähr 315 Parts per Million. Das gibt die Konzentration an. Das steht für Teile pro Millionen. Und dieser Wert stieg im Laufe der Zeit an und liegt jetzt bei ungefähr 420 Parts per Million. Das ist also etwas, wie sich die Atmosphäre verändert hat. Also als ich geboren wurde, zum Beispiel, war die Atmosphäre noch ziemlich anders als jetzt. Kohlendioxid ist zwar ein Spurengas, aber es ist natürlich ein wichtiges Gas, weil es quasi die Temperatur auf diesem Planeten regelt. Ja, next slide. Und jetzt geht es ein bisschen um die Mengen, so please click. Hier habe ich jetzt mal dargestellt, die Mengen, die in der Atmosphäre waren, vorindustriell. Da stand es bei 280 ppm, Grafik ist hier ein bisschen verschoben. Das ist der dunkelgrüne Anteil. Und dann kam, please click again. Dann kam in der industriellen Revolution nochmal ein ganzer Teil hinzu, sodass es jetzt auf 420 ppm stieg. Insgesamt ist es ein Anstieg von gut über 1000 Milliarden oder eine Billion Tonnen Kohlendioxid. Das ist eine sehr gewaltige Menge. Und man kann sehen, ich habe hier zwei verschiedene Gaps benutzt. Das war ungefähr Ende der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, stand es bei 350 ppm und jetzt sind wir dann die gleiche Menge in dem letzten Zeitraum nochmal hinzugekommen. Der rote Balken, please click again,
gibt an, was jetzt in Paris, nach Paris gesagt wurde, was so die Obergrenze ist, was noch in die Atmosphäre emittiert werden dürfte. Da liegen wir dann bei 436 ppm ungefähr. So, next slide, please. Ja, das ist erstmal das Problem mit dem Treibhausgas, Kohlendioxid, das schon in der Atmosphäre ist. Wie muss man jetzt auf die Klimakrise reagieren? Ist ja klar, wer muss die Emissionen reduzieren? Das ist hier in Deutschland ja auch sehr bekannt. Hier ist ein Symbolbild von erneuerbaren Energien. Wenn man die einsetzt, um damit fossile Kraftwerke zu ersetzen, dann ist das schon mal Reduktion von Emissionen. Aber eigentlich geht es darum, dass die Emissionen nicht weiter ausgestoßen werden dürfen. Also das Reduzieren müsste eigentlich im Vordergrund stehen. Das nächste ist das Anpassen. Schon ziemlich klar, was damit gemeint ist. Nur ist es nicht klar, ob das überhaupt noch in der zur Verfügung stehenden Zeit richtig klappen könnte, weil es beschleunigt sich jetzt mit den Klimaveränderungen doch ziemlich dramatisch. Auch schneller, als die Forscher befürchtet haben. Die dritte Option ist hier in Deutschland aber nicht so bekannt, nämlich die Atmosphäre einfach wieder zu sanieren, indem man Kohlendioxid entfernt. Und da geht es jetzt in den folgenden Slides. Next slide, please. Der im IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad ist dieses Zitat, dass alle Entwicklungspfade, die die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen, die Kohlendioxidentfernung, also CDR, Carbon Dioxide Removal, brauchen. Next slide, please. Ja, was ist denn jetzt CDR oder Kohlendioxidentfernung? Next slide, please. Hier ist eine Definition. Aktivitäten, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen und es dauerhaft in geologischen, terrestrischen oder ozeanischen Reservoiren oder in Produkten speichern. Das ist die ganz einfache Definition. Next slide, please. Und es wird hier in Deutschland gerne ein bisschen durcheinander gebracht. Es gibt inzwischen eine ziemliche Begriffsverwirrung auch. Also CDR, das ist eigentlich ein relativ neues Wort in Deutschland. GGR, also Treibhausgasentfernung, da fällt dann auch zum Beispiel das Methan drunter. Das Methan ist ja noch viel potenter. Es zerfällt zwar von alleine, nach 12 Jahren ungefähr. Es ist aber dermaßen potent, dass es jetzt auch schon Forschungsprojekte gibt, die es aus der Atmosphäre entfernen können mit Salzwasser. Sehr großer Aufwand. Ja, und dann gibt es noch diesen Begriff von NET, Negativ-Emissionstechnologien. Also Negativ-Emissionen ist eigentlich, was hier auch schon ziemlich eingebürgert ist. Daneben gibt es eine Menge anderer Begriffe, aber die kann man sich jetzt schon mal merken. Next slide, please. Ja, CDR heißt eben Kohlendioxidentfernung und das bedeutet eigentlich eine Klimawiederherstellung. Next slide, please. Es ist nicht zu verwechseln mit CCS, was jetzt hier in Deutschland gerade wieder groß in der Diskussion ist. Minister Habeck war ja in Norwegen und hat dort das schon mal klar gemacht. Carbon Capture and Storage heißt einfach das Kohlenstoff entziehen und es zu lagern. Hier ist immer die Definition. Also die Abscheidung und Sequestrierung an einer Quelle, um zu verhindern, dass Emissionen in die Atmosphäre gelangen. Das Wichtige ist hier, dass es eine besondere Quelle ist, nämlich in der Regel so ein Fabrikschornstein oder ein Kraftwerkschornstein. Das ist also eine Punktquelle und es verhindert natürlich, dass die Emissionen oder das Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, aber es tut an der Atmosphäre selbst nichts. Next slide, please. Deswegen ist die CCS-Technologie, Carbon Capture and Storage, also eigentlich eine Hilfestellung, um Emissionen zu reduzieren, aber nicht, um die Atmosphäre wieder zu sanieren oder den Klimawandel rückgängig zu machen. Das kann es nicht, sondern es hilft bei der Emissionsreduktion. Und das ist schon sehr viel, es reicht aber nicht aus. Und mit CCS ist jetzt auch CCUS gemeint, also die Benutzung und dann die Speicherung. Da erzähle ich später noch ein bisschen mehr zu. Next slide, please. So, was für Methoden der Kohlendioxidentfernung sind heute so in der Diskussion? Es sind eine ganze Menge, manche sind ausgereifter, manche sind nicht so gut ausgereift. Next slide, please. Ich gebe gleich einen kleinen Überblick.
Erstmal kann man unterscheiden, man hat zwei Optionen, man macht es auf dem Land oder man macht es im Ozean. Beides hat sehr viel Potenzial. Land liegt uns aber natürlicherweise erstmal näher, auch gerade hier in Deutschland, weil wir mehr Landfläche haben als Ozeanfläche. Next slide, please. Ja, zum einen, was bekannt ist und auch schon viel angewandt wird und auch den Löwenanteil der jetzigen Senken ausmacht, das sind die natürlichen Senken. Die Natur erledigt das für uns. Wälder wachsen, insbesondere wenn es aufgeforstet wird, dann ist das natürlich auch menschlich unterstützt. In Böden wird sehr viel Kohlendioxid gespeichert in Form von Humus. Dem zuwiderläuft Pflügen in der Landwirtschaft. Da wird nämlich Kohlendioxid wieder frei. Es geht also auch um eine Bodenbearbeitung ohne Pflügen in der Zukunft. Eine sehr verlässliche Senke sind Moorflächen, Moorgebiete. Dort wird es nämlich tatsächlich verschwindet es aus der Atmosphäre dauerhaft, denn Moorflächen produzieren Torf und Torf wird sich im Laufe der Jahrmillionen dann auch wieder in Kohle verwandeln, wahrscheinlich Braunkohle oder sowas ähnliches. Mangroven, das können wir jetzt hier nicht machen, das ist halt etwas, was im Süden ist, das sind diese Wälder, die im Salzwasser stehen. Dazu muss man sagen, von diesen natürlichen Senken sind eigentlich nur die Moore richtig verlässlich dauerhaft. Und vielleicht Wälder, wenn sie abbrennen und Holzkohlestücke im Boden versinken, wie das in den borealen Waldgebieten geschieht. Das sind eigentlich die verlässlichen Senken. Ansonsten sind die eher so kurzfristig. Wälder können ja auch wieder abbrennen zum Beispiel. Next slide, please. Ja, dann haben wir die dauerhafte biologische Speicherung. Hier ist vor allen Dingen mal zu erwähnen die Pflanzenkohle. Da komme ich später noch mehr dazu durch Pyrolyseverfahren. Man verbrennt nicht mehr, man pyrolysiert, wie bei der Köhlerei. Es gibt auch Bioölinjektionen. Kann ich jetzt weniger darüber zu sagen, weil das ist in Deutschland nicht bekannt. Es gibt die Idee, Bäume einfach zu beerdigen, also das Holz unter die Erde zu bringen und zu hoffen, dass es sich dann nicht mehr zersetzt. Es gibt BECCS, das ist quasi CCS, also eine Abscheidung aus den Rauchgasen, aber von einem Kraftwerk, was mit Bioenergie betrieben wird, ist ein bisschen in Verruf geraten, weil die Waldflächen oder die Biomasse, da braucht man halt gewaltig viel und das ist reichlich knapp. Insbesondere in England wird es gemacht mit dem Kraftwerk Drax. Ja, dann gibt es auch noch Algensenken und was hier noch fehlt, das ist Seegraswiesen, die man aberntet und wo man dann die Biomasse auch irgendwie versenkt, also raus dem biologischen System entfernt. Next slide, please. Ja, die Mineralisierung wird hier auch sehr viel diskutiert, insbesondere die forcierte Verwitterung von Gestein. Vor allen Dingen ist hier Basalt in der Diskussion. Man kann da versuchen, das Basalt möglichst fein zu mahlen und dann wird es sich schneller verwittern. Man braucht relativ große Mengen. Eine Tonne Basalt kann ungefähr eine Tonne Kohlendioxid aus der Luft binden. Man merkt also, als Lösung alleine kann das nicht ausreichen. Das sind einfach gigantische Mengen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, 1000 Milliarden Tonnen Basalt zu zermahlen, das braucht eine Zeit. Ein weiteres Gestein wäre Olivin. Und dann gibt es auch von bestimmten Bergbauminen, kann man auch den Abraum nehmen, den man möglichst fein zermalt, verteilt in der Landschaft und dann verwittert ist. Hat auch Nebenwirkungen, diese Verwitterungsprozesse. Gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Next slide, please. Dann haben wir Ocean Capture. Da gibt es verschiedene Verfahren, über die ich jetzt nicht so viel sagen kann. Elektrochemische und Alkalisierung. Next slide, please. Und dann zum Schluss Direct Air Capture. Das ist hier auch ziemlich bekannt geworden durch die Anlage in Island. Also Direct Air Capture, das heißt, eine Anlage saugt direkt Kohlendioxid aus der Luft. Dann muss es noch gespeichert werden. Also Direct Air Capture und Storage müsste es eigentlich noch heißen. Da gibt es verschiedene Arten, thermisch, mit Feuchtigkeit. Und es gibt auch Verfahren zur elektrochemischen Abscheidung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Kurz angeguckt, da ist sehr viel Bewegung drin. Es ist noch auf keinen Fall ausgereift, aber mit einer Brennstoffzelle gibt es die ersten Versuche, dass man so etwas hinbekommen könnte. Also Kohlendioxid sehr viel aus der Luft abzuscheiden, ist vielversprechend, aber noch nicht erprobt. Next slide, please.
Ja, wir haben im Chat zwischendurch gesehen, 350 Kilobyte entfernt eine Tonne Kohlendioxid. Interessante Information, habe ich so nicht. Ich kenne das Verhältnis 1 zu 1. So, dann haben wir hier Direct Air Capture. Das hier ist ein Foto des Projekts Orca. Das hat ziemliche Schlagzeilen gemacht, weil dort die erste kommerziell betriebene Anlage in Betrieb ging. Das sind zwei Unternehmen, die sich da zusammengetan haben. Einerseits das Schweizer Unternehmen Carbon, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Komme jetzt nicht drauf. Carbfix ist auf jeden Fall das Unternehmen in Island. Was ist dann Climeworks? Danke. Climeworks und Carbfix, die beiden Unternehmen. Climeworks hat diese Filter aufgestellt, also so Ventilatoren, wo es dann durch einen Filter durchgesaugt wird und dann in Reinform gewonnen wird mit etwas Energieaufwand. Und Carbfix verpresst es dann mit heißem Wasser gemischt, tief unter der Erde, also in einer Basaltformation in Island, wo es dann binnen von 1, 2 Jahren zu Marmor und anderen Carbonaten mineralisiert. Ist eine sehr schnelle Lösung, die leider den Nachteil hat, dass sie sehr teuer ist. Die Tonne Kohlendioxidentfernung kostet noch knapp unter 1000 Euro. Die Tonne. Ein Next Slide, please. Gibt noch ein anderes Verfahren, was ziemlich ausgereift ist. Und da haben wir auch einen großen Hersteller Pyrek, nämlich in Deutschland, mittelständischer Betrieb noch, die jetzt schon die ganze Welt liefern. Ich glaube, in Europa sind sie Marktführer, vielleicht sogar weltweit. Die stellen Pyrolyseanlagen her, da sieht man jetzt eine relativ große, wo man Biomasse eben nicht verbrennt, sondern wie bei der Köhlerei unter Sauerstoffarmut quasi die brennbaren Gase entzieht. Die Gase treiben den Prozess wieder an und übrig bleibt so eine poröse Holzkohle. Wenn man das gut einstellt, dann gewinnt man auch eine schadstofffreie Qualität. Ansonsten, wenn man das nicht macht, können halt auch giftige Stoffe entstehen, krebserregende Stoffe. Deswegen ist es wichtig, dass man das sehr sorgfältig entwickelt und dann betreibt. Da hat Deutschland, glaube ich, wirklich auch Chancen, sich da richtig groß ins Spiel zu bringen mit diesen Unternehmen. Auch die Schweizer sind da mit dabei und es gibt inzwischen auch schon eine europaweite Initiative, die European Biochar Certification, EBC. Da kann die Bioqualität dieser Holzkohle bescheinigt werden und dann kann man diese poröse Holzkohle auch zur Bodenverbesserung einsetzen, wenn man sie vorher angereichert hat mit Düngemitteln. Das ist also eigentlich ein Düngeträger. Diese Holzkohle kommt dann in den Boden, klein zerstückelt und dient dann eben als Düngereservoir und gleichzeitig als Wasserspeicher, was insbesondere für trockene Böden, Sandböden wie hier in Berlin-Brandenburg ganz gut wäre. Kann also die Böden tatsächlich ein bisschen verbessern. Man kann die Holzkohle aber auch anders verwenden für Produkte. Man kann sie in Asphalt beimischen, in den Beton beimischen. Und dann hat man sie auch dauerhaft versenkt, also zumindest über einen ziemlich großen Zeitraum. Holzkohle im Boden zersetzt sich praktisch nicht mehr in menschlichen Zeiträumen. Das hat es bewiesen. Die Funde von Terra Preta im Amazonien und inzwischen in vielen anderen Gegenden der Welt, wo das eben Bestandteil der Schwarzerdeböden bildet. Next slide. Wie viel und wann? Next slide. Ja, ich habe ja vorhin schon von diesen 1000 Gigatonnen gesprochen, die in der Atmosphäre jetzt schon zu viel sind. Der IPCC-Sonderbericht gibt mir da indirekt recht. Er sagt auf jeden Fall, dass Szenarien, die es unter 1,5 Grad halten wollen, die brauchen eben die Kohlendioxidentfernung in einer Größenordnung von 100 bis 1000 Gigatonnen pro CO2 insgesamt. Next slide, please. Eine Gigatonne zur Größenordnung, das ist das, was Deutschland im Augenblick in 1,5 Jahren emittiert. 22 waren es 0,66 Gigatonnen und wie gesagt, 1 Milliarde Tonnen. Ist also wirklich eine Menge Gas, eine richtige Menge Gas. Next slide, please. Ja, und es eilt, weil wenn man muss es jetzt schaffen, diese Technologien so schnell zu entwickeln und auch hoch zu skalieren, die auch noch am besten sozial verträglich und umweltverträglich zu machen, dass man sie eben schon vor 2050 anwenden kann, denn sonst ist
die Erreichung von 1,5 Grad kaum zu realisieren. Next slide, please. Das Hochskalieren wissen wir hier aus Deutschland, das braucht Zeit. Wir in Deutschland haben ja diese Pioniertat gemacht, dass wir die erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik, zum Durchbruch verholfen haben durch dieses Energiewende-Gesetzgebung, Feed-in-Tarif und so weiter. Aber letztendlich hat es dann eine ganze Weile gebraucht, bis die Energie aus Photovoltaik zum Beispiel so günstig war, dass sie jetzt Kohle und Gas und sowas aus dem Markt verdrängen können, potenziell. Also die produzieren einfach wesentlich günstiger Strom als Strom eben aus Kohle oder aus Gas. Next one. Next slide. Dieses Jahrzehnt ist entscheidend. Man muss Demonstrationen und Anwendung voranbringen und hier sollte noch ein Geldschein sein, die Kostenreduktion. Okay. Next slide, please. Ja, yeah, that's it. Vielen Dank. Das war ein Schweinsgalopp durch die CDR-Welt, erste Einführung. Und jetzt freue ich mich schon auf die Panel-Diskussion und übergebe an Kai. Vielen Dank, Christoph. Tatsächlich ein Schweinsgalopp, sehr schnell und natürlich völlig unzulänglich verkürzt alles. Aber ich habe gesehen, sowohl in unserem Publikum sind mehrere Fachleute auch dabei. So viel lässt sich schon mal ablesen, vor allem aber unser Panel ist wirklich toll besetzt, mit wahrer Expertise. Ich darf ganz herzlich begrüßen heute einmal Dr. Mar Fernandez-Mendez vom Alfred-Wegener-Institut. Hallo Mar, freut mich sehr, dass du dabei bist. Mar leitet eine Helmholtz-Forschungsgruppe, co-moderiert den Sargassum-Project-Podcast und arbeitet grundsätzlich zu Meeren, also ein Teil, zu dem Christoph uns weniger erzählt hat. Dann haben wir Fenna Lepel. Sie ist CCO bei Novocarbo, einem absoluten Pionier des Carbon Removal in Deutschland. Und zu guter Letzt Sebastian Mahnhardt, der Senior Policy Advisor von Carbon Future aus Freiburg, ganz tief im Thema Policy, Regulierung, rechtlicher Rahmen in EU, Deutschland und global. Also ich freue mich sehr auf unsere Diskussion gleich. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet natürlich, aber Sie können gerne auch den Q&A-Bereich nutzen. Das nehmen wir dann tatsächlich mit in die Diskussion auf. Q&A, das ist nicht der normale Chat, sondern unten in der Navigationsleiste gibt es so einen kleinen Button, der aussieht wie zwei Sprechblasen. Aber wir steigen direkt mal ein in eine Frage. Ganz herzlich willkommen an euch drei. Die Frage geht auch an euch drei, aber ich möchte mal bitten, vielleicht als Erste mal loszulegen. Und das ist tatsächlich diese Frage so ein bisschen nach den Begriffen, nach dem, was eigentlich passiert und was diskutiert wird. CDR, CCS, also die Kohlenstoffabscheidung, die Kohlenstoffentnahme aus der Luft, das wird sehr, sehr häufig in einen Topf geworfen. Das ist ein ganz schöner Buchstabensalat. Es gibt eine ganze Menge Stimmen, auch prominente Stimmen, die sehr laut davon abraten und sagen, nein, wir müssen uns konzentrieren wirklich auf die Defossilisierung. Das nimmt uns nur Ressourcen und Aufmerksamkeit weg. Wir sollten es vielleicht ganz lassen, dann fehlt das Geld an anderer Stelle. Ich hätte von euch gerne mal gehört, aus eurer Sicht, was ist denn eigentlich der Beitrag von Carbon Removal, von CDR im größeren Klimakontext, im größeren Klimaschutzkontext? Welche Rolle muss es spielen? Und wie kommen wir dahin? Wie können wir den nötigen Fortschritt erreichen, ohne in dieses Entweder-Oder-Dilemma zu laufen? Mal. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich glaube, es sollte nicht als ein Entweder-Oder-Diskussion dargestellt werden, weil wir müssen beides machen. Und ich glaube, es ist uns alle klar, dass wir müssen erstmal Emissionen reduzieren, weil sonst ist CDA egal, ob wir das schaffen oder nicht. Aber gleichzeitig, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Wenn wir sagen zum Beispiel, dass die Ressourcen und die Aufmerksamkeit werden geteilt, klar, weil CDA und Emissionenreduktionen sind in unterschiedlichen Momenten. Wir haben die Technologien schon parat für die Energiewende und für Emission Reductions. Also das können wir jetzt schon machen. Es ist eine Frage der Zeit und der politische Will. Und es kostet natürlich Zeit und Mühe. Aber wir haben schon die Tools. Wir müssen die nicht neu entwickeln. Aber bei CDA stehen wir irgendwo anders. Wir stehen noch am Anfang von einer neuen Industrie. Wir müssen noch die Methoden entwickeln, prüfen, gucken, dass sie keine
böse Impacts haben in die Ökosysteme. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen und das Geld muss in die Forschung rein, weil wir müssen in die nächsten Jahre das entwickeln und implementieren und testen, sodass es bereit ist, wenn wir es geschafft haben, die Emissionen zu reduzieren, dann anfangen, diese Restemissionen auf die Atmosphäre wegzuentfernen. Das heißt, wir müssen beides machen, aber sind mit unterschiedlicher Fokus, würde ich sagen. Vielen Dank, Ma. Penna, als eine dieser Pionierinnen in dem Feld und tatsächlich ja auch mit einer schon sehr ausgereiften Technologie, was ist so aus deiner Sicht das Potenzial und die Möglichkeiten und was muss passieren, dass wir das auch realisieren können? Ich bin immer verwundert von diesem Gegensatz, weil ich glaube, jeder, der im CDR unterwegs ist, hat das nie gegensätzlich gedacht und so wurde es auch nie definiert. Und wenn man in alle Wissenschaft schaut, ist es schier unmöglich, mit CDR unsere Emissionsreduktion zu erreichen. So viel CDR können wir gar nicht schaffen. Also es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, die in irgendeiner Weise suggerieren würde, dass CDR anstelle von Emissionsreduktion Sinn macht oder eingesetzt werden soll. Das ist immer der erste Punkt, der mich an dieser Diskussion ein bisschen immer verwirrt. Und ich weiß, sie wird geführt, aber es ist auch so ein Punkt, der mir immer ein bisschen wehtut, weil man dann sagt, nein, es ist nicht entweder oder, wir brauchen alles und wir brauchen mehr davon und wir brauchen es sofort. Und das nächste ist, dass wenn man sich allein die Preise anschaut, es kann nicht möglich sein und es wird hoffentlich auch nie möglich sein, dass es günstiger ist, das CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, als es gar nicht erst in die Luft zu blasen. Also allein, wenn ich schaue, wie viel ist nötig, wie viele Prozesse brauche ich, das kann irgendwie nicht Sinn machen. Und daher ist es für mich nie ein Gegeneinander gewesen. Und so habe so wird es auch in dem Space der Leute, die im CDR sind, nie verstanden. Also ich habe es noch nie so gehört. Danke, Fenner. Dazu ganz passend ja auch, es gibt mittlerweile auch große prominente Stimmen, die tatsächlich zwei Ziele fordern, ein Reduktionsziel, ein Entnahmeziel, das auch separat zu behandeln. Sebastian, ich weiß, du bist tief in diesen Diskussionen eingestiegen. Wie siehst du das Potenzial? Um welche Mengen sprechen wir hier eigentlich? Ja, ich finde, also jetzt wurden schon mal super Argumente gemacht von Ma und Fenner, um vielleicht ein paar Zahlen dahinter zu setzen. Ich meine, aktuell ist das Ziel, according to IPCC, ungefähr 10 Gigatonnen CO2-Removal by 2050. Realistisch wird es wahrscheinlich eher 12, 13, vielleicht sogar 15, je nachdem, wie schlecht wir praktisch in der Emissionsreduktion sind im Endeffekt. Und das sind Riesenzahlen. Und deswegen finde ich das Argument immer so strange, weil aktuell ist CDR bei 2 Gigatonnen, also 20% von dem, was wir brauchen, aber davon sind eben nur 0,001% Industrial Removals. Und das finde ich immer so strange, dass praktisch das Argument ist, Industrial Removals ist taking away attention from decarbonization. Es sind 0,001 von unserem Ziel und das ist ein Viertel der jährlichen Emissionen, also noch ein Nuller dran machen praktisch. Deswegen ist es so ein kleiner Teil der Gesamtindustrie. Wir könnten gar nicht, selbst wenn wir wollten, die ganze Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und auch rein finanziell von dem, was investiert wird. Und um auf Fenner's Point noch einmal aufzubauen, das Argument finde ich auch super. Wenn du ein Unternehmen bist und du hast zwei Optionen, Emissionsreduktion oder CDR, und ich rede jetzt von Industrial CDR, dann ist das eine 180 Euro aufwärts und das andere definitiv deutlich billiger oder sollte es zumindest sein an dieser Stelle. Deswegen macht es rein ökonomisch überhaupt keinen Sinn für ein Unternehmen, mit High-Quality-Carbon-Removal zu kompensieren, statt Emissionen zu reduzieren. Aber eben, diese Diskussionen werden so oft nicht geführt. Und ich glaube, es wäre vielleicht hilfreich, wenn man diese Argumente auch einfach ein bisschen präsenter in diesen Diskussionen hat. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Eine der Diskussionen, um die es da sicherlich auch geht, ist ja der rechtliche Rahmen. Eine Frage, die ich direkt an dich nochmal stelle, Sebastian. Kommt der mit? Entwickelt sich der rechtliche Rahmen schnell genug mit dem verglichen? Ich frage gleich Fenner auch nochmal, wie das empfindet als Unternehmen in dem Bereich, was das Wachstum angeht. Wo stehen wir da in der EU, aber vor allem auch hier in Deutschland? Worauf dürfen wir uns einstellen? Also der rechtliche Rahmen ist zentral, weil was wir brauchen, um CDR zu skalieren, ist viel Geld, viel Investment. Und das wird nur funktionieren, wenn Investoren, wenn aber auch Buyer und vor allem auch Unternehmer Vertrauen haben in die Zukunft dieses Markts. Deswegen ist der rechtliche Rahmen so essentiell. Auf europäischer Ebene tut sich da gerade viel.
ziemlich spannend. Also zum einen werden jetzt zum Beispiel die 2040-Ziele definiert. Da könnte es ein CDA-Ziel geben, was, glaube ich, sehr wichtig wäre. Und viele setzen sich dafür ein. Und jeder in diesem Call lade ich auch ein, bis fast Ende Juni kann man da auch noch einen Beitrag zu leisten bei der EU. Dann die Green Claims Initiative Directive wurde gerade zum Beispiel vorgeschlagen. Da geht es ganz konkret darum, wie Unternehmen kompensieren. Und da wird dann deutlich mehr Fokus darauf gerichtet, dass es auch wirklich passt und qualitativ Sinn macht. Und dann natürlich der Carbon Removal Certification Frameworks, Carbon Removal Certification Framework, CRCF. Da wird ganz konkret definiert, was Carbon Removal ist. Und das ist so wichtig, weil wenn wir dann klare Regeln haben, wie schaut Carbon Removal aus, wie schaut Permanent Carbon Removal aus, dann können sich Buyer und Investoren auch danach richten. In Deutschland, vor 6 Monaten hätten, glaube ich, wir alle die Frage noch anders beantwortet. Da war die Lage noch ziemlich düster. Jetzt hat sich interessanterweise viel getan. Wir haben noch das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz, was ein ganz konkreter Roadblock ist für die Speicherung von CO2 und auch den Transport. Aber da ist die Bundesregierung gerade dran, das aufzuheben. Und natürlich, was interessant ist, die Negativ-Emissionsstrategie, an der die Bundesregierung gerade arbeitet, das konkrete Ziel, auch 2030, 35, 40 Ziele aufzusetzen, das sind alle sehr, sehr wertvolle Bausteine. Und ich glaube, die geben Unternehmen und Investoren in Deutschland viel Zuversicht. Super, vielen Dank. Ich würde direkt mal bei Mana haken. Du beschäftigst dich mit einem sehr regulierten Bereich, zugleich einem sehr großen und in Teilen eben auch unregulierten Bereich. Wie siehst du das? Wo gibt es da Bedarf? Ja, also es gibt natürlich Bedarf, vor allem auf Höhe See, wo momentan nicht so viele, also es gibt einfach kein Framework, weil damals wurde zum Beispiel der London Protocol entwickelt, um diese Eisendungen zu vermeiden. Aber jetzt muss das angepasst werden, weil die Optionen, die wir ins Meer haben, sind viel mehr als Eisendungen. Und die Regeln, die es gerade gibt, passen einfach nicht zu den Methoden, die gerade entwickelt werden. Vor allem, es muss ermöglicht werden, mindestens wissenschaftliche Tests in große Skalas durchzuführen, sodass wir wissen können, ob das Sinn macht oder nicht, das weiterzumachen. Und ich glaube, da passiert schon einiges, beides auf internationaler Ebene und auch auf deutscher Ebene. Also ich bin Teil von der CDA Mare Konsortium, die gerade an solche Sachen forscht. Und da wird viel natürlich mit der Politik kommuniziert und viel auch da versuchen zu erklären, weil oft die Leute, die diese Regeln machen, die kennen die Methoden nicht. Und wenn die nicht wissen, was sie regulieren müssen, dann wie sollen die das machen? Deswegen ist diese Kommunikation zwischen Wissenschaftler, Unternehmen und Politiker sehr, sehr wichtig in diesem Prozess. Super, vielen Dank. Das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Und du hast es gerade angesprochen, CDA Mare, das Schwesterprojekt CDA Terra. Ihr schaut euch an, was ist eigentlich alles möglich, was passiert. Was mich direkt zu meiner nächsten Frage bringt, aus deiner Sicht als Forscherin gerade, was sind denn so die Eigenheiten und Besonderheiten, die Deutschland da einbringt? Also warum sprechen wir hier über das Land, aber auch über den Ort im Kontext Carbon Removal? Also ich glaube, Deutschland hat natürlich das Potenzial, eine führende Position in der EU zu haben, im CDA, weil wir haben viele gute wissenschaftliche Erfahrungen hier schon gesammelt. Wie gesagt, Deutschland war also Alfred-Wegener-Institut war das Institut, die diese Eisendungen-Experimente damals gemacht hat mit Polarstern. Das heißt, wir haben die Erfahrung, wir haben der Wissenschaft, wir haben die ganze Technologien entwickelt, um überhaupt ins Meer zum Beispiel den Kohlendioxidkreislauf zu verfolgen und zu verstehen. Und es wäre einfach schade, diese Know-how nicht zu transferieren auf diese Nascent-Industrie, die gerade wächst. Deswegen glaube ich, dass in Deutschland ist langsam ein großes Topic und es wird mehr und mehr, weil wir haben einfach viele gute Leute hier, die auch sehr gut international vernetzt sind. Ich meine, Deutschland hat super gute Verbindungen mit Asien und mit den USA und wir arbeiten mit alle zusammen quasi, um das zu etablieren auf internationaler Ebene. Also das wissenschaftliche, akademische Wissen, eine definitive Stärke. Mal vielleicht vom Meer zum Land, Fenner. Aus deiner geschäftlichen Perspektive auch, wie siehst du das? Was ist das Potenzial? Wo steht es hier gerade noch im Weg? Und was kann man hier eigentlich an Besonderheiten nutzen? Worauf können wir aufbauen?
Es wurde so ein bisschen, finde ich, im Vorspann angesprochen, was wir in Deutschland geschafft haben im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien. Und eigentlich muss genau diese Entwicklung aus meiner Sicht sich jetzt auch wieder wiederholen für die CDR-Technologien. Und dabei meine ich jetzt natürlich die, also ich bin ja als, also wir machen Industrial Removals, also Permanent Removals. Ich rede jetzt nicht von den Mooren und Wäldern und was wir da brauchen oder was wir machen, ist, wir bauen halt wirklich riesige Infrastrukturprojekte, also speziell im Bereich Pyrolyse, Biochar, das, was wir machen. Wir bauen große Carbon Removal Parks und wir wollen bis 2030, wollen wir zwischen 160 und 200 Carbon Removal Parks bauen. Das ist eine ganze Menge und das ist ein riesiges Vorhaben und wir sind ein mini kleines Start-up. Und das Erste, was wir da wirklich irgendwie so bräuchten, ist ein klares Commitment. Das wurde auch schon einmal gesagt, so ein CDR-Goal oder ein wirkliches Removal-Goal wäre für uns wichtig, dass es so ein bisschen Sicherheit gibt. Denn wir brauchen einfach ganz viel Finanzierung, um das überhaupt in irgendeiner Weise schaffen zu können. Und also das Schöne ist natürlich irgendwie, das Erste ist so ein kleines Commitment, aber das Nächste, was uns dann wirklich auch wirklich wahnsinnig helfen würde, wären ähnliche Dinge, die in der Photovoltaik passiert sind. Diese Einspeisevergütung gäbe es so eine Idee, so etwas zu machen in einer anderen Art und Weise, zum Beispiel für die Einspeisung von CO2 oder für das permanente Removal von CO2. Das wäre für solche kleinen Entwickler, wie wir es sind, absolut großartig, weil man dann einen festen Bestandteil hätte, auf dem man bereits sein Business Case aufbauen kann. Und es gibt halt Entwicklungen, die dahin gehen. Also es gibt in den USA gibt es einen Reverse Tax, einen Tax Credit, sorry, eine Gutschrift auf die Steuern, sodass immer, wenn gesagt wird, hey, okay, ihr habt aber jetzt CO2 removed, dann bekommen die eine Steuergutschrift. Das hilft natürlich so ein Projekt total in der Finanzierung. Ne? Oder in Norwegen, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht mehr ganz verfolgt, das Letzte, was ich weiß, was es ein Vorschlag war, aber da wurde eben vorgeschlagen, dass es einen Reverse Tax gibt, also wirklich eine Vergütung, eine Einspeisevergütung, aber nicht für Strom ins Netz, wie in der Photovoltaik, sondern für Kohlenstoff, der permanent removed wird. Das sind natürlich, es sind jetzt totale Wünsche und das wird so schnell nicht passieren, aber schon die Diskussion dahin oder erste Ideen, wie so etwas aussehen könnte oder eine politische Bewegung dahin, würde, glaube ich, uns wahnsinnig dabei unterstützen, einfach Vertrauen zu generieren, Finanzierung heranzubekommen und diese Mammutaufgabe zu stemmen, als kleines Unternehmen, solche riesigen Parks aufzubauen. Jetzt ging es so ein bisschen darum, ich komme nochmal zurück. Also was können wir in Deutschland da besonders gut? Ich glaube, wir können in Deutschland, wir haben schon mal gezeigt, dass es geht. Und wir sollten, wenn wir auf diese Erfahrung aufsetzen können und die Erfahrung, die wir dort gemacht haben, auch in der Legislative dort passiert sind, übertragen können auf CDA, dann wären wir sicherlich sehr schnell in einer enormen Vorreiterrolle. Vielen Dank. Ich werde das gleich auch nochmal aufnehmen. Auf jeden Fall. Würde aber gerne bei dir bleiben, Fenner, denn du hast es angesprochen. Ihr seid ein mini kleines Startup, aber ihr habt immerhin einen großen Plan. So klingt es zumindest mit den 200 Hubs, großen Stationen. Aus deiner Sicht, das Startup-Ökosystem in Deutschland rund um das Thema ist natürlich auch, weil es bisher nicht so ein großes Thema war, vielleicht noch ein bisschen jünger, noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass es unheimlich an Dynamik gewonnen hat, so gerade in den letzten Jahren. Wie siehst du das? Ihr seid ja auch schon doch ein bisschen länger dabei. Ja, uns gibt es seit 2017, 2018. Ich bin seit 2019 dabei und tatsächlich kamen wir ursprünglich aus dieser Idee, dass das irgendwie möglich sein muss, CO2 zu entfernen, aber damals gab es halt noch gar keinen Markt und es hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und tatsächlich auch in Deutschland bilden sich tolle Netzwerke und ein tolles Ökosystem. Vorhin sagte Sebastian irgendwie, der industrielle Teil von den Removals und die Permanent Removals sind so ein mini kleiner Teil. Wenn ich jetzt von dem Ökosystem rede, spreche ich eigentlich wirklich von den permanenten Removals. Also ich mag immer ungern trennen zwischen Technologie und Natur. Ich finde, es ist oftmals sinnvoller zu schauen, wie permanent ist so ein Removal. Und bei den permanenten Removals ist es halt eine mini, mini kleine Szene, aber eine rasant wachsende Szene. Und da gibt es einige Supplier. Wir haben Direct Air Capture Startups, wir haben Biochar Startups, wir haben auch verschiedene Enhanced Weathering Projekte und Firmen. Und da dran hängt dann jetzt schon wieder so ein ganzes Ökosystem an Firmen, die halt versuchen, mit der Biochar etwas anzustellen und was zu machen, die in den Beton zu bringen. Also irgendwie zu schauen, wie können wir dieses Ganze, diesen Kohlenstoff, den wir dort entfernen, auch wirklich in die Nutzung bringen. Das ist so ein Bereich, der, glaube ich, gerade sehr groß ist. Dann ist
Ein Bereich, der auch wirklich ganz viel mediale Aufmerksamkeit zieht, sind einfach die Plattformen, überall wo es darum geht, das zu verknüpfen mit einer Dienstleistung und in ein Carbon Management einzusteigen und natürlich auch irgendwie Zertifikate zu verkaufen. Ich glaube, diese Plattformen sind wirklich auch in Deutschland, da gibt es ein paar ganz tolle Unternehmen und da passiert sehr viel und die treiben auch wirklich viel voran. Und wir haben eben auch so ein paar Monitoring und Standards. Dazu gehört Carbon Future, wo halt geschaut wird, hey, wie können wir diesen ganzen Markt so aufbauen, dass er auch wirklich verlässlich und verifiziert ist. Das sind so ein bisschen die Sachen, die ich vor allen Dingen sehe. Was ich noch gar nicht sehe, aber das wurde auch gesagt, es ist halt in Deutschland noch sehr schwierig, CO2 über Pipelines zu schicken und zu bauen, aber da sehe ich halt in Deutschland aktuell aus meiner Perspektive jetzt nicht diese Infrastrukturprojekte, dass man sagt, hier wird ein Dock abgebaut oder es wird darüber diskutiert, wie können wir diese Pipelines angehen. Das ist, glaube ich, in Deutschland für mich aktuell noch nicht so ein Thema. Es ist ein sehr Venture Capital und Startup getriebene Szene und eine ganz tolle Leute und hochdynamisch. Nein, das ist tatsächlich auch genau mein Eindruck. Im Moment treibt so ein bisschen die Startup-Szene das Thema noch voran. Du hast das Thema Vergütung angesprochen. Finde ich eine super Brücke. Ich gebe das mal an Sebastian, denn das betrifft einerseits Startups, das betrifft aber auch natürlich die großen etablierten Industriespieler. Wie ist da der Stand? Also bei Biochar, Pflanzenkohle, ist es relativ einfach messbar, würde ich mal behaupten, was man dort verbringt. Es gibt aber natürlich Ozeanlösungen, bei denen es sehr viel schwieriger ist. Es gibt die ganze Verbringung in den Boden. Aber wie ist da gerade der Stand? Wie wird das behandelt? Vielleicht auch die Dauer von Lagerlösungen. Worauf können wir uns einstellen? Was ist interessant? Wie geht es in Richtung Feed-in-Tariffs? Ich habe auch schon das Thema Take-Back-Obligations gehört, also dass Unternehmen verpflichtet werden, ihre Emissionen wieder zurückzunehmen auf irgendeine Art. Was erwartet uns? Also da gibt es in Zukunft auf jeden Fall spannende Optionen. Und eine Option, die diskutiert wird, ist auch innerhalb der CDR-Bubble, natürlich gibt es Meinungen in beide Richtungen, ist, wie es wäre, wenn CDR nach 2030 in den ETS integriert, den größten Compliance-Market der Welt, für Carbon. Und aktuell ist CDR nur auf dem Voluntary Carbon Market, aber in Zukunft könnte es eben auch integriert werden in den ETS. Und es würde ganz konkret bedeuten, aktuell sind das sehr wenige Industrien, die abgedeckt sind durch den ETS, also vor allem wirklich Heavy Emitters, aber in Zukunft könnten mehr und mehr Industrien integriert werden. Und dann müssten Unternehmen praktisch CDR kaufen. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Bis 2026 sollte da ein Vorschlag der Kommission vorliegen und Early Start wäre 2030. Aber was da natürlich, und da komme ich auf das Thema Monitoring, Reporting und Verification, wenn man etwas in den ETS integrieren will oder auch in andere Compliance Markets, muss man natürlich sich wahnsinnig sicher sein, dass Carbon Removal auch tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist bei manchen Technologien einfacher zu messen. Also alles, was zum Beispiel flüssiges CO2 beinhaltet, was dann über Pipelines in ein Reservoir gepumpt wird, wie zum Beispiel Direct Air Capture, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, da hat man eine deutlich höhere Confidence, dass das tatsächlich stattgefunden hat und man kann es relativ einfach messen. Bei anderen Technologien muss man anders rangehen an das Thema. Also ob es jetzt Biochar Carbon Removal ist, ob es Enhanced Rock Weathering ist, da muss man individuelle Methodologien entwickeln. Und für zum Beispiel, da wurden auch schon zahlreiche Methodologien entwickelt. Und darauf basiert dann praktisch dieses MRV, dieses Monitoring, Reporting and Verification. Aber da braucht es noch mehr Arbeit im Vergleich zu DAX oder BEX, weil es einfach komplexere Systeme sind. Also auch oft Open Systems genannt, man agiert eben nicht in Geological Reservoirs, sondern an der frischen Luft, auf Äckern, auf verschiedenen Böden. Und da arbeiten wir auch bei Carbon Future viel dran, dass man praktisch das MRV für diese offenen Lösungen im Endeffekt fast genauso sicher gestalten könnte wie für geschlossene Lösungen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Step, wenn man es integrieren will in Compliance Markets zum Beispiel. Ich übernehme das mal, vielen Dank. Du nickst sehr zustimmt, das ist ja genau dein Feld. Die Meere sind etwas, wo wir in Deutschland nicht immer so drauf gucken, weil wir so wenig Küste haben, leider.
Aber was ist dein Eindruck auch aus dem CDMARE-Projekt? Was ist da wirklich das, was Deutschland damit machen kann? Was braucht es vielleicht auch dafür, damit wir hier mehr tätig werden und mehr passiert? Ja, also ich glaube, meine Antwort hat vielleicht ein bisschen mit beide Konversationen zu tun. Einmal, was in Deutschland bezüglich Startups gemacht wird gerade, und dann, was macht der Wissenschaft bezüglich MRV, also Monitoring, Reporting and Verification. Ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, dass wir diese Kommunikation oder Technologietransfer von der Wissenschaft in der Industrie stattfindet und richtig stattfindet. Und ich glaube, in Deutschland haben wir zum Beispiel Sprint D, die Innovationsagentur, die auch Startups fordert, wie zum Beispiel Macrocarbon, eine Firma, die ich gerade gegründet habe, um diese, also wir machen Aquakultur im Ozean mit Sargassum-Algen und dann wir sammeln das, um Produkte zu machen, aber es gibt andere Firmen wie Seafields zum Beispiel, wo ich auch eine Mitgründerin bin, die versuchen, das im Ozean zu versenken für Permanent Storage. Und ich glaube, klar, es gibt Methoden, die einfacher sind als andere, aber alle haben deren Tricks. Und ich glaube, das sollte uns nicht abschrecken. Also wir sollten nicht sagen, okay, diese Methode entwickeln wir nicht, weil es zu kompliziert ist. Ich glaube, wir haben unglaublich viel Erfahrung gemacht von der Wissenschaft, wie wir den Kohlenstoff und die Nährstoffe in dem Ozean messen. Und wir können diese Technologien jetzt für diesen spezifischen Zweck nutzen. Und ich glaube, auch da haben wir uns sehr viel entwickelt in den letzten Jahren mit zum Beispiel ROVs, Argo Floats, also auch viel mit Monitoring wird jetzt automatisiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weiterzuentwickeln. Und da ist wieder eine unglaubliche Link zwischen Wissenschaft, also pure basic research und innovative Ausgründungen, die dann in Verbindung kommen können, um diese Sachen zusammenzubringen. Und das ist in Deutschland momentan am Anfang. In den USA zum Beispiel ist das viel normaler, dass jemand von einem Forschungsinstitut eine Firma gründet, aber in Deutschland noch nicht. Es wird immer noch so ein bisschen komisch angeguckt, aber ich glaube, Schritt für Schritt wird das sich verändern und dann werden beide Sachen möglich, MRV und proper Monitoring for the market. Vielen Dank. Du hast gerade eine, ich würde sagen, fast Hürde schon angesprochen, nämlich diese gewisse Zurückhaltung dabei, akademisch auszugründen. Ist eine Frage, die auch gerade über Q&A schon kam. Wenn es eine Sache gäbe, die du ändern könntest, damit das Thema ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und sich alles ein bisschen schneller entwickelt, was wäre das? Ja, also ich würde auf jeden Fall alle diese Leute, die in Deutschland und weltweit ein unglaubliches, wertvolles Training haben, ich würde denen ermöglichen, dass die auch mit Industrie zusammenarbeiten und auch mehr mit der Politik in Verbindung stehen. Also das heißt, die Wissenschaftler quasi raus von diesem Turm zu nehmen und sagen, hey, ihr habt etwas, die wirklich sehr wertvoll ist und ihr müsst das jetzt anwenden, weil wir brauchen das. Also es war sehr gut und sehr wertvoll, dass ihr uns alle über Jahre gesagt habt in die IPCC-Reports, dass wir müssen was machen, aber jetzt müsst ihr auch uns helfen, was zu machen, weil wir brauchen eure Expertise. Und ich glaube, diese Link ein bisschen zu verstärken und mehr Hilfe in der beides in der Training, weil viele Wissenschaftler haben kein Business Training und umgekehrt. Das wäre wichtig. Und das andere ist natürlich Funding. Ich meine, das hat auch beide Fena und Sebastian gesagt, wenn wir nicht das Geld haben, das zu machen, dann wird hier nichts passieren. Vielen Dank. Funding, aber vor allem den Brain Drain aus dem Elfenbeinturm an die Orte, wo es passiert, ist wichtig. Eine der Missionen des Open Air Collective, also das sollte schon mal passen. Ich gebe das mal direkt an Sebastian weiter, auch diese Frage. Du bist ja jemand, der zwischen den Welten sich auch bewegt hat, immer wieder. Erstens, würdest du da d'accord gehen? Ist das auch dein Eindruck? Und zweitens, was ist die eine Sache, die du heute ändern würdest, wenn du könntest? Ja, es ist ähnlich wie das, was Mar gerade angesprochen hat, aber mehr auf Industrie bezogen. Ich sehe eines der größten Probleme, ein Gap zwischen Politik und Industrie, wenn es um CDA geht in Deutschland.
Und das ist schwer, weil es sind oft noch kleine Unternehmen in Deutschland, die gerade in dem Bereich aktiv sind und die haben nicht die Ressourcen, um jetzt in Berlin Tag und Nacht auf irgendwelchen Türen zu klopfen. Aber ich habe das schon in anderen Sektoren in meiner Vergangenheit, auch im Kanzleramt arbeitend, erlebt, was für Probleme kommen, wenn dieser Kommunikationsfluss nicht vorhanden ist. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir die deutsche CDI-Industrie mehr vereinen müssen, eine Stimme geben müssen und auch auf politischer Ebene dann deutlich mehr kommunizieren mit Politikern, kommunizieren mit Politikern sollten. Und da bin ich auch dran, wenn Leute hier auch in dem Webinar Interesse an diesem Thema haben oder eventuell auch in der deutschen Industrie, CDA-Bereich arbeiten, dann gerne mit mir in Kontakt treten. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Hebel, den wir in naher Zukunft benutzen können, um die ganze Sache voranzutreiben. Und ich vermute mal, Fenner, als CCO, du wirst auch einen sehr konkreten Wunsch wahrscheinlich haben. Ja, habe ich schon, aber ich muss erst mal sagen, dass ich das total nachvollziehen kann. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich mir eigentlich am liebsten wünschen würde, weil tatsächlich ist sowohl der Link von Wissenschaft in die Wirtschaft, also, total, da gehe ich mit Mara total mit, das ist großartig oder das brauchen wir. Und was Sebastian gerade sagte, ist auch was mir halt auffällt, wenn ich versuche, im politischen Berlin Gespräche zu führen, dass man einfach überhaupt nicht die Chance hat, gehört zu werden. Ja? Weil einfach wir halt so eine, wie ich es schon erklärt habe, in dieser kleinen Start-up-Welt uns da die Möglichkeit fehlt, den richtigen Einfluss zu nehmen und auch überhaupt zu wissen, ja, an welcher Schraube muss ich denn jetzt drehen, weil wir halt einfach dort nicht vor Ort sind und das so nicht so richtig machen können. Und da sind wir als Industrie noch nicht ganz so weit, uns eine gute Interessensvertretung organisiert zu haben, die das langfristig tun würde. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Wunsch. Aber so jetzt zurück zu meinem eigentlichen Wunsch, wo ich ursprünglich herkam, der hört sich nur klein an, wenn ich das andere höre. Darum musste ich noch mal kurz den beiden zustimmen. Aber für mich wäre tatsächlich das Allergrößte wäre eine irgendeine Form von allgemeingültiger, technologieoffener Legislative, die einen berührbaren finanziellen Effekt auf unsere Projekte hat. Und die kann auch klein sein, weil ich glaube, die Signalwirkung von einer solchen ist einfach riesig. Wenn darüber diskutiert wird, wenn das gesagt wird, wenn es jetzt irgendwie anfängt zu entstehen, natürlich wird man darüber nicht so ein Projekt finanzieren, das wäre auch Quatsch, aber es wäre eine unglaubliche Sicherheit für alle anderen, mitzufinanzieren und mit reinzugehen und selbst auch für Banken uns vernünftige Kredite zu geben, wenn sie sehen, hey, das ist gewollt, das geht voran, da entwickelt sich was. Also eine für uns wahrnehmbare finanzielles Instrument, das wäre meine, wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich das heute herzaubern. Fingers crossed, wir hoffen, dass es bald kommt. Aber ihr alle drei habt, ohne es zu wissen, tatsächlich mir eine gute Überleitung gegeben zum Ende unseres Panels hin. Ich möchte euch erstmal ganz herzlich Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, uns und der deutschen CDA-Community nochmal ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie der Stand eigentlich ist. Und Tatsache wollen wir gerne daran arbeiten, dass eure Wünsche sich erfüllen. Wir haben eine ganze Reihe an Sachen in der Pipeline, die wir gerne machen möchten, über das Open Air Collective, zum Teil auch in Zusammenarbeit mit dem Carbon Roundtable, die sicherlich anschlussfähig sind. Das erste ist, dass wir im Sommer starten wollen mit einer Happy Hour. Das ist ganz nach dem Beispiel des Open Air Collective in Amerika. Also uns regelmäßig auch mal persönlich treffen, um eben das Ganze ein bisschen offener zu machen. Und auch Akademikerinnen und Akademiker sind ganz herzlich eingeladen. Wir starten damit in Berlin und in Köln Richtung Ende des Sommers hin. Wenn ihr Interesse habt, tragt euch gerne in die Liste ein, die Chris gerade in den Chat gepostet hat, oder schreibt uns einfach direkt an. Wir freuen uns natürlich auch, wenn was in Bremen passiert. So ist es ja nicht. Also fühlt euch frei, dort auch was Eigenes zu starten. Das Zweite, was wir haben, ist, dass wir über den Carbon Roundtable so ein bisschen eine Citizen Advocacy Geschichte starten möchten. Sebastian hat es angesprochen, es gibt den Prozess auf der EU, der ist auch öffentlich und kommentierbar. Das ist eine Ebene. Es gibt den Prozess auch in Deutschland zum Thema Carbon Management Strategie und eine Überarbeitung des Gesetzes. Auch dort sind sowohl Industrieverbände als auch zivilgesellschaftliche Verbände schon teils involviert, aber so eine richtige Bürgerbewegung in die Richtung, wo eben zum Beispiel auch die Stimmen von Startups nochmal deutlicher vielleicht gehört werden, die gibt es noch nicht. Auch da sprecht uns gerne an, schreibt uns gerne an Christoph und mich.
Drittens, Christoph organisiert eine kleine Exkursion und einen Workshop zum Thema Pflanzenkohle, inklusive Exkursion zur Anlage von Climate Carbon in Eberswalde, die ganz neu ist. Also auch da, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei Christoph. Das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Weltstiftung. Und viertens, und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich noch zu sagen habe, bitte macht gerne mit beim Open Air Collective. Das Ganze ist mittlerweile ein globales Netzwerk, eine globale Initiative für alle, die Interesse am Thema haben. Es gibt die Bereiche, alles, was mit Politik, Legislative zu tun hat. Es gibt aber auch wirklich den Makerspace, also den Bereich, wo Leute sich die Hände schmutzig machen und anfangen zu bauen und zu basteln. Beides sind super spannende Initiativen. Das Open Air Collective lebt vom Engagement des Schwarms, von euch und uns allen. Und wenn ihr da Interesse habt, auch bitte tragt euch sehr gerne in die Liste ein. Es macht sehr viel Spaß und gibt ein bisschen frischen Wind auch, wenn man schon zu lange vielleicht in seinem eigenen Thema drin hängt und es ist sehr zugänglich. Dazu kann ich euch nur ganz herzlich einladen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eine letzte Bitte an unsere Panelisten für ein kleines Abschlusswort in einem Satz. Was macht euch optimistisch, dass CDA und Carbon Removal in Deutschland noch eine große Nummer wird in den nächsten Jahren? Und ich fange mal an mit Fenner. Mich macht optimistisch, dass es eigentlich keine andere Lösung gibt und dass es funktioniert und dass es so sinnvoll ist, wenn man es tut. Also gerade aus der Biochar-Perspektive. Wenn ich sehe, wie die Pflanzen wachsen, wenn ich sehe, wie es den Boden restauriert, wenn ich sehe, wie gesund dadurch meine Umwelt wird, das muss die Leute überzeugen. Da müssen alle mitmachen. Vielen Dank. Sebastian? Bei mir ist ganz konkret die Pläne 2030, 35, 40 Ziele zu haben. Ich glaube, wenn man das gut hinkriegt, dann könnte man da wirklich ein Vorreiter werden in Europa, wenn nicht weltweit. Und ich finde es sehr optimistisch. Ich bin sehr optimistisch, dass das stattfinden wird. Vielen Dank, das klingt gut. Und Mar? Ja, ich glaube, die Leute haben die Schnauze voll von sich ärgern und depressiv zu sein wegen der Lage. Und ich glaube, da bleibt nur eines, und das ist einfach zu machen und aktiv zu sein und lösungsorientiert zu arbeiten, alle zusammen. Und ich glaube, vor allem die jungen Leute, die steigen alle ein, weil die wissen, das ist deren Zukunft und die werden alle mitmachen. Das ist ja das perfekte Schlusswort, denn genau darum dreht sich beim Open Air Collective, ums Mitmachen und ums Einfachmachen. Also nochmal die herzliche Einladung. Mit diesen Worten schließe ich die Videoaufnahme, die beenden wir gleich. Der Zoom-Raum bleibt noch einen Moment offen. Die Aufnahme wird natürlich mit allen geteilt, die dabei waren. Das kommt morgen, der Zusammenschnitt. Und wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Anmerkungen, tretet gerne in den Kontakt mit uns. Über das Event habt ihr unsere Daten erstmal. Also zumindest die vom Open Air Collective. Und damit ganz herzlichen Dank euch. Und wenn es bei euch auch so schönes Wetter ist wie hier, genießt den schönen Tag noch. Vielen Dank an alle. Ciao. Danke. Vielen Dank und tschüss. Macht's gut. Tschüss.